Ja, herzlich willkommen. Die christkatholische Kirchengemeinde Basel-Land und Laufen hat heute eingeladen zu diesem Festakt, heute hier in der St. Katharinenkirche in Laufen. Wir feiern 150 Jahre christkatholische Kirche von der Schweiz. Wir machen das anhand von einer Wanderausstellung, die in den letzten Jahren und auch in den nächsten zwei Jahren noch durch alle christkatholischen Kirchengemeinden von der Schweiz durchgeht. Und heute, jetzt noch bis am 7. Dezember, ist die Wanderausstellung hier in der St. Katharinenkirche. Wir feiern das zusammen, eben die zwei christkatholischen Kirchengemeinden Basel-Land, wo nicht das ganze Basel-Land drin ist. Es gibt dann auch noch die Kirchengemeinde Birsigtal und Allschwil. Also wir sind vier Kirchengemeinden im ganzen Kanton Basel-Landschaft. Ja, heute der Festakt, der war so gestaltet gewesen, dass ich als Kirchengemeindepräsident begrüßt habe. Und nachher hat es zwei Vorträge gehabt, inhaltliche. Eine generell über die christkatholische Kirche und über die Entstehung der christkatholischen Kirche. Und das Zweite speziell hier im Laufental, weil das eine ganz besondere Geschichte war, wie die christkatholische Kirche sich hier Ende vorletztes Jahrhundert entwickelt hat, so in den Jahren 72 bis 80 etwa, oder fast bis 1890. Und am Schluss haben wir noch Grußwort hören von der Regierung. Das ist für uns als öffentlich-rechtliche Kirche natürlich auch ein wichtiger Punkt und auch die Ökumene, die bei uns sehr wichtig ist. Wir sind ja nicht einfach die Kirche gemeint, sondern wir sind sehr stark in der Ökumene tätig mit der römisch-katholischen und der reformierten Kirche. Ich gratuliere der christkatholischen Kirche ganz herzlich zu ihrem 150-jährigen Jubiläum und der Wanderausstellung, die man heute eröffnet hat. Es ist eine von unseren drei Landeskirchen und ich wünsche auch der christkatholischen Kirche mit der Ausstellung zusammen viel Reflexion darüber, auch wie die nächsten 150 Jahre sollen aussehen. Sie lebt ja durch ihre Offenheit und vor ihrer Offenheit und darum ist es sicher ganz spannend. Die 150 Jahre, die wir feiern, das war eigentlich heute gewesen. Jetzt fällt das zusammen mit dem 24. November, wo wir zusammen quasi als zwei Anlässe organisiert haben. Am 24. November, hier wieder in der St. Katharinenkirche, feiern wir vor allem das Jubiläum von der Kirche hier. 325 Jahre St. Katharinenkirche in Laufen. Die Wanderausstellung, die wir jetzt hier haben, in der St. Katharinenkirche, die noch bis am 7. Dezember hier ist, die schaut einerseits auf die Gründung unserer Kirche zurück, so um die Jahre 1870 herum. Andererseits stellt sie eben auch die kritischen Fragen so von Zusammensein und Individualismus oder Auseinandersetzungen und Konsens. Alle die Fragen, die damals auch dazu geführt haben, unter anderem auch zur Spaltung von der römisch-katholischen Kirche und die aber heute immer noch genau gleich aktuell sind.